Hallo, mein Lieben, und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meinem März-Haul. Ja, ich kann euch schon mal versprechen, im März sind es ein paar mehr Artikel geworden als im Februar. Ja, leider. Also, da ist mein Vorsatz für dieses Jahr nicht ganz so eingehalten worden. Und ja, heute scheint die Sonne hier nicht, deswegen musste ich die Softbox aufstellen. Also das Licht, das jetzt hinter der Kamera steht, und deswegen entschuldigt bitte, wenn es ein bisschen blendet in meiner Brille. Ihr seht es da. Genau. Aber langer Rede, kein Sinn. Fangen wir an mit dem Haul. Ich habe tatsächlich nur einmal bei Shop Disney bestellt im Monat März. Okay, es ist gelogen. Ich habe zweimal bestellt. Aber das, was ich jetzt am Ende im März gekauft habe, ist noch nicht angekommen. Deswegen kann ich es euch erst im April heute zeigen. Aber die Sache, die ich euch jetzt zeige im Haul, ist es nur eine Sache von Shop Disney. Also ich bin sehr stolz auf mich. Dafür sind es ein paar Sachen. Und zwar am Anfang des Monats direkt der erste Knaller. Da gab es nämlich einige Sachen. Jetzt muss ich mal ein Schild suchen, dass ich das ablesen kann. Von der Jared Maruyama Kollektion. Das ist wohl ein Künstler oder so, aber die Kollektion ist von Walt Disney World oder an Walt Disney World angehaucht. Und ja, da habe ich einige Dekoartikel geshoppt, weil die mir wirklich sehr gut gefallen. Und wir fangen an mit einer Decke. Die hat 38 Euro gekostet. Ist groß. Das Problem bei Decken finde ich immer, dass sie nicht groß genug sind. Aber die hier ist definitiv groß genug. Und endlich nach dem Haul kann ich sie auch endlich auf meine Couch legen. Ihr seht das Schloss, Ohren, die Attraktionen. Also auf der anderen Seite sieht man es noch besser, glaube ich. Genau, also alles Mögliche ist ganz schön lang, die Decke. Ihr seht, alles Mögliche ist auf der Decke vertreten. Und ich liebe sie und ich freue mich, sie ergattert zu haben. Sie ist sehr weich und flauschig. Falls es noch irgendwas von den Sachen gibt, wie immer, findet ihr die Links unten in der Infobox. Dann machen wir weiter mit den Schüsseln. Ein Dreier-Set Schüsseln für 36 Euro. Und zwar einmal eine ganz kleine süße Schüssel. In der Mitte ist ein paar Mauseohren und hier habt ihr einmal Dumbo und einmal das weiße Kaninchen. Das werdet ihr auch gleich nochmal wiedererkennen oder wiedersehen. Dann die zweite Schüssel ist etwas größer und hat ein Mickey-Sandwich in der Mitte und auch noch ein paar Attraktionen. Epcot, das Schloss und Yeti. Ich glaube, das ist für Animal Kingdom. Magic Kingdom und Epcot. Aber bitte erschlagt mich nicht, wenn ich falsch liege. Ich glaube, dieses Yeti-Ding ist in in Animal Kingdom. Aber ich kann auch falsch liegen, ich war ja noch nie vor Ort. Und die dritte Schüssel ist einmal in der Mitte das große Small World-Zeichen. Habe ich es falsch rum? Ja. So, Small World und außen herum habt ihr, wie auf der Decke auch, die einzelnen Attraktionen, Ohren, Mickey Mouse, alles Mögliche. Also ich liebe die Kollektion, die Farbtöne, dieses Pastellige. Einfach ein Traum und endlich, ich habe wirklich einen Monat warten müssen, kann ich die Sachen in die Spülmaschine packen und sie auch endlich mal benutzen. Weiter geht's, es sind noch ein paar Sachen aus der Kollektion und zwar einmal ein Tortenhalter, aber das ist eine sehr kleine Torte. Ich weiß nicht, ob die Benjamin Blümchen Geburtstagstorte da drauf passt. Kennt ihr die noch von früher? Also ich habe die immer zum Geburtstag haben wollen, die Torte. Ja, aber das ist ein Tortenhalter. Ich würde ihn für Muffins oder ich weiß ja nicht, wofür ich ihn benutzen werde. Aber er hat auch so pastellige Farben und auch in der Mitte wieder das Muster und das Schloss und alles, wo das Schloss drauf ist, finde ich, ist eh wunderschön. Ja, die das hat 34 Euro gekostet. Und ja, da kommen wir eben zu, habe ich ja schon ein bisschen gespoilert, zu den zwei Figürchen. Einmal Dumbo mit Kunstpflanze drin. Also sagt bitte nicht, dass ihr den nicht süß findet. Ich finde den so süß und ist auch richtig groß. Ich weiß zwar noch nicht, wo ich ihn hinstellen werde, aber das werde ich nach dem Haul mal auskundschaften. Der hat 18 Euro gekostet. Also wirklich ganz, ganz süß. Ich habe ja schon einige Kunstpflanzen, aber vor allem aus Primark, also mit Disney verbunden. Und die sind ja auch überall in meiner Wohnung verteilt. Die muss man ja halt nicht gießen. Und der zweite ist der Hase, auch richtig süß. In seiner Tasse hat auch, glaube ich, 18. Ne, der hat sogar 20 Euro gekostet. Genau, aber richtig, richtig süß. Und ich liebe die Farben. Und das letzte Stück
aus der Kolle, also es gab noch mehr, es gab noch die Teller, die habe ich aber zurückgeschickt, weil die waren mir doch ein bisschen zu klein. Aber ich habe mir noch ein Tablett gekauft für 31 Euro. Auch wieder dasselbe Muster. Und wofür ich das benutzen will, ich frühstücke ja immer hier oder an meinem Homeoffice-Platz und muss dann immer öfter laufen fürs Frühstück, wenn ich dann noch Saft habe, Ingwer-Shot, Frühstücksteller, keine Ahnung, noch einen Tee. Dann muss ich immer öfter laufen und so kann ich jetzt alles hier auf das schöne Tablett stellen. Man kann sich auch alles schön reden. Und ja, ist dann mitnehmen und es sieht einfach wunderschön aus. Was sagt ihr? Wie findet ihr die Kollektion? Kommentiert gerne mal unten in den Kommentaren. Ja, als nächstes zu zwei Paar Ohren, obwohl es ein drittes Paar gibt. Das ist aber noch bei der lieben Brina. Die besucht mich in den nächsten Wochen. Und das wird dann euch im August-Haul gezeigt. Das dritte Paar Ohren, auch von EMP. Also es gibt da zurzeit sehr, sehr viele Loungefly-Ohren. Verlinke ich euch gerne unten in der Infobox. Das erste Paar ist dieses hier, wo sich Mickey und Minnie küssen mit kleinen Herzchen. Also ein richtig süßes Paar Ohren, finde ich. Und diese Loungefly-Ohren gibt es ja immer zuerst in Amerika. Da dachte ich schon, ja, die sind ganz süß. Würde es mir jetzt aber jetzt nicht irgendwie in Amerika oder in England bestellen. Jetzt kam es aber zu EMP. Originalpreis ist immer 30 Euro, aber es gibt ja etliche 15% Gutscheine von allen möglichen Freunden von uns. Und das zweite Paar sind diese Phantasia-Ohren, auch wunderschön. Dazu gibt es noch die passende Tasche. Die muss ich sagen, habe ich aber zurückgeschickt. Ja, ich habe nur was anderes von Phantasia gekauft. Das zeige ich euch dann gleich. Weil, ich weiß nicht, ich habe schon eine Phantasia-Tasche. Wer meine Hauls verfolgt, weiß, dass ich mir die bei Shop Disney gekauft habe. Und eine, das war auch so eine Umhängetasche. Und eigentlich reicht eine Phantasia-Tasche. Außer die jetzt bei EMP ist irgendwann krass im Sale, keine Ahnung, 50% oder so. Dann überlege ich es mir nochmal. Aber erstmal sind es nur die Ohren geworden. Ja, zwei Paar Ohren in meiner Sammlung plus das dritte, das zeige ich euch dann im April. Bleiben wir bei EMP und bleiben wir bei Phantasia. Ja, ich habe es ja schon erwähnt. Und zwar habe ich mir dann den Phantasia-Rucksack bestellt. Der ist wunderschön, wie ich finde. Und größer als die normalen Loungeflies, die man so kennt. Ich kann euch gleich auch mal einen Größenunterschied zeigen, weil ich habe noch einen Loungefly bestellt bei EMP. Und da ich ja schon eine Umhängetasche habe, aber noch keinen Rucksack, dachte ich, komm, bestellst du dir den Rucksack. Es kommt auch wahrscheinlich dann im April-Haul ein wunderschönes Kleid. Der Daniel hat uns das Kleid, weil Brina und ich haben uns das Kleid bestellt. Von Phantasia, habe ich ja schon mal in der Story gezeigt. Und Daniel hat uns das so schlecht geredet. Er hat auch schon gesagt, er wird nicht mit uns irgendwo zusammen auftauchen oder neben uns herlaufen, wenn wir dieses Kleid tragen. Dann ist es halt so. Dann laufe ich halt mit Brina alleine rum. Aber das Kleid zeige ich euch dann natürlich, wenn es da ist. Ich hoffe im April-Haul. Es kommt nämlich erst aus Amerika nach England und dann wird es hierher geschickt. Also es war nicht ganz günstig. Aber ja, so viel zu dem Kleid. Aber ich habe auch schon den Phantasia-Rock. Den habe ich euch auch schon im Haul gezeigt. Und dazu passt der Rucksack auch perfekt. Kurz noch zum Preis. Der Rucksack hat mit 15% Code 68 Euro gekostet. Und dann, ach so, den Größenvergleich, genau, den Rucksack habe ich mir auch noch gegönnt. Der war auch super schnell ausverkauft und ihr seht, der ist ein Ticken, ein bisschen größer als der, als die normalen Loungeflies, genau. So, dann habe ich mir noch den Meko-Rucksack von Loungefly gekauft, auch bei EMP. Wie gesagt, der war sehr schnell ausverkauft, hat mit Rabatt dann 59 Euro gekostet und der ist super süß. Ich habe ja letztes Jahr schon mal einen Pocahontas-Bound gemacht. Und also der passt dann perfekt zu diesem Bound. Hat hier unten ein kleines Schwänzchen. Und die kleinen Details. Hier hat er so die Cracker, die er immer isst. Und genau hier vorne hat er auch nochmal im Reißverschluss die Cracker. Wenn man die Cracker dann in der Mitte hat, sieht es aus, als würde er die Cracker dann essen mit seinen kleinen Händchen. Ja, ein wirklich sehr, sehr süßer Rucksack. Freue mich schon, damit Bilder zu machen. Kommen wir zu einem verspäteten Geburtstagsgeschenk von einer ganz lieben Freundin, weil die ist leider immer ein bisschen verpeilter. Aber alles gut, gar nicht so schlimm. Das Geburtstagsgeschenk ist jetzt angekommen
Und das möchte ich euch natürlich auch zeigen. Einmal hat sie mir Happy Socks geschenkt, eine Packung Happy Socks. Ich habe ja zu Weihnachten ein paar von Dani bekommen und da hat sie wahrscheinlich das Video gesehen. Und da habe ich gesagt, ich hätte ja, das ist mein erstes Paar Happy Socks und ich wollte ja immer schon mal Happy Socks haben. Genau, und jetzt hat sie mir einmal eine Packung Happy Socks gekauft oder geschenkt. Dann, worüber ich mich auch sehr freue, also was jetzt noch Disney ist, ist das Mein Müsli Set. Einmal mit dem Müsli Becher. Da könnt ihr unten Joghurt reintun, Milch, weiß ich was. Und oben halt dann Müsli, Früchte, egal was. Also wirklich eine richtig praktische Box für unterwegs. Und dazu passend hat sie mir natürlich die My Müsli Disney Kollektion geschenkt mit verschiedenen Müsli-Sorten. Da bin ich sehr gespannt, die zu testen. Die sind echt süß und praktisch und passen wahrscheinlich genau in den oberen Bereich von dieser Box. Ich zeige euch, was haben wir jetzt hier? Wir haben jetzt einmal hier Mickey. Da steht Sensational 1 drauf. Da ist drin Schokoladen, Knuspermüsli, Bananenstücke und weiße Schokolade. Ja, sehr gespannt, die zu probieren. Und dann hat sie mir noch ein paar Kleinigkeiten reingelegt. Einmal ein Mini-Tesafilm-Roller mit Mini, ja, oder? Ist es Mini? Ja, es ist Mini. Mini-Maus drauf, also wirklich sehr cute. Und dann einmal Badesalz. Ich liebe ja Baden. Ingwer-Shots, zwei Stück. Da hat sie wahrscheinlich auch wie heißt es denn jetzt? Meine Monis Magical Vlogs gesehen. Da habe ich das ja schon mal erwähnt, dass ich jeden Morgen Ingwer-Shots trinke, wenn ich welche da habe. Und dann noch was Süßes dazu. Hab mich sehr gefreut über das verspätete Geburtstagsgeschenk, aber trotzdem vielen, vielen, vielen Dank. Muss ich gucken, dass ich keinen Lippenstift auf meinen Händen habe. Ja, machen wir weiter mit, das Highlight zeige ich euch am Ende. Machen wir weiter mit Schuhen. Und zwar hat Deichmann eine Disney-Kollektion rausgebracht. Übrigens habe ich mir nicht bestellt, aber als Tipp, es gibt jetzt auch von Adidas eine neue Disney-Kollektion. Und zwar eine, die es noch nie so gab, mit Pixar und Kermit der Frosch und Tinkerbell. Das ist eine Sustainable Schuhkollektion, also eine, wie sagt man das denn? Nachhaltig produzierte Schuhkollektion. Finde ich wirklich schön. Die Tinkerbell haben mir echt gut gefallen, aber ich glaube mittlerweile, ich weiß nicht, ob es sie noch gibt. Aber schaut gerne mal bei Adidas vorbei. Es ist nur so als Tipp, keine bezahlte Werbung oder so. Aber die sehen echt cool aus. Es gibt auch Mike mit Monster AG und Kermit und ich glaube Rex von Toy Story gibt es auch ein paar. Also schaut gerne mal vorbei. Ich bin jetzt nicht der größte Pixar-Fan. Also ich mag Pixar, aber ich würde mir jetzt nicht Schuhe davor kaufen. Es reicht, wenn ich Mickey-Schuhe habe. Ist ja mein Favorite. Ja, aber kommen wir zurück zu Deichmann. Oh. Die haben Mickey-Schuhe rausgebracht und ich finde auch sehr, sehr schöne. Ich habe mir ein paar bestellt. Ich habe mir eigentlich drei Paar bestellt, aber wieder zurückgeschickt. Weil die mir etwas zu klein waren. Ja, also die hier fallen normal aus. Das sind die Sneaker, die Turnschuhe, also ich weiß nicht, wie man die namentlich unterscheidet. Es gibt auch andere, die sehen anders aus, mehr so Turnschuhe, sportschuhmäßig und das sind halt eher so Freizeitsneaker. Ja, also die gibt es dann auch nochmal mit weißen Schnürsenkeln und schwarzer Mickey. Aber ich habe mich jetzt für die Kombination entschieden, weil ich glaube, ich habe nicht so viel mit schwarzen Schnürsenkeln. Und ja, da ist Mickey an der Seite und hinten ist eine silberne Kappe. Preis war 40 Euro für die Schuhe. Schon verhältnismäßig teuer für Deichmann, aber man muss ja auch die Lizenzen bezahlen bei Disney. Wie gesagt, die gibt es noch mit schwarzer Mickey und dann gibt es halt diese Art mehr sportschuhmäßigen Schuhe. Die waren mir zu klein in meiner. Ich trage normalerweise 38, die waren ein bisschen klein. Hätte ich nur mal größer bestellen müssen, aber ich habe ja genug Schuhe und habe ich jetzt nicht gemacht. Obwohl gerade die Glamour Shopping Week ist. Das heißt, ihr könnt, glaube ich, 10% bei Deichmann sparen. Bis zum 11. ist, glaube ich, die Glamour Shopping Week. Ja, also schaut gerne mal vorbei. Was ich noch in der Glamour Shopping Week gekauft habe, zeige ich euch im Monis Magical Vlog. Da werde ich euch auch mitnehmen. Ich gehe ja zum Friseur. Also noch habe ich meine alte Haarfarbe. Und ich werde jetzt nicht blond oder so.
Aber ich gehe jetzt, wenn ihr, also ich nehme das Video heute auf, das ist ein Freitag, und morgen an dem Samstag gehe ich zum Friseur. Und das werdet ihr dann aber in Moni's Magical Vlog sehen. Also denkt dran, Kanal zu abonnieren und auf die Glocke zu drücken. Und jetzt kommen wir zum Highlight. Also ich finde, das ist ein Highlight, weil es aus sehr weit weg kam. Und zwar aus Hongkong. Ja, wir haben bei Minkas, Moment, jetzt, oh, jetzt rufen die anderen wieder an. Entschuldigt dafür, das war Brina, die bei uns auf Instagram in unserer Gruppe angerufen hat, aber ich habe jetzt keine Zeit, ich muss jetzt den Haul fertig drehen. Ja, kommen wir zur Bestellung aus Hongkong. Wir haben bei Minkas Disney Store oder so bestellt. Ich packe euch unten den Link rein, die kann man bei Instagram finden und dann gibt es auch einen Link und da kann man halt in Shanghai, in Tokio und in Hongkong bestellen, in den Parks, aber jeweils nur in einem Park. Also wir haben jetzt nur in Hongkong bestellt. Es gab noch Sachen, die man aus Shanghai, die uns aus Shanghai gefallen haben, aber man muss sich dann parkspezifisch bestellen sozusagen, ne? Also wir haben in Hongkong bestellt und zwar einmal eine Seife. Ja, eine Seife. Aber die ist ganz besonders, weil das ist eine Schaumseife und die Seife kommt als Mickey-Kopf raus. Ich kann euch gerne mal hier ein Video einblenden, wie das dann aussieht. Richtig cool gemacht. Man kann die auch wieder befüllen mit Schaum, mit Schaumseife. Man kann entweder bei einer Drogerie sich die Schaumseife kaufen und nachfüllen oder man mischt sie sich selbst an. Da gibt es bestimmt auch Rezepte im Internet. Genau, also das war die Seife. Preise muss ich gleich raussuchen. Und ich habe mir dann noch diesen Popcorn-Eimer bestellt. Das ist eigentlich mein erster Popcorn-Eimer. Ich habe bisher noch keinen Popcorn-Eimer gekauft. Weder in Disneyland Paris noch, gut, ich war noch in keinem anderen Park. Aber den fand ich ganz cool, weil er sagt 15. Geburtstag von Disneyland Hongkong. Das heißt, was ganz Besonderes wird es nie wieder in dem Stil geben. Und normalerweise, wenn man im Park ist, wird man jetzt dann einmal mit Popcorn kaufen. Natürlich kam der ohne Popcorn an. Ich werde auch da kein Popcorn reinmachen. Ich werde ihn als Deko nutzen. Und ja, Mickey und Minnie sind dann hier oben drauf, feiern den 15. Geburtstag von Disneyland Hongkong. Hat natürlich auch hier so ein Tragegurt, damit man den im Park mit durch die Gegend tragen kann. So, ich gucke jetzt gerade nach, was die Sachen gekostet haben. Also, mein Popcorn-Eimer hat 36 Dollar gekostet. Und die Seife hat, jetzt muss ich rechnen. Wir haben nämlich zu fünft bestellt. Und die Seife hat 12 Dollar gekostet. Da kommt natürlich noch der Versand dazu. Der war, glaube ich, um die 10 € pro Person. Ja, könnt ihr euch selbst ausrechnen, was mich gewundert hat. Wir mussten gar keinen Zoll nachbezahlen. Also wir hatten ja, wie gesagt, unsere Bestellung lag bei 250 Dollar insgesamt. Wir haben zu fünft bestellt, aber es gab keinen Zoll, den ich nachbezahlen musste. Es kann Glück gewesen sein, es kann auch, ich weiß es nicht. Also bitte nicht darauf verlassen, dass ihr, wenn ihr da jetzt bestellt und Zoll nachbestellt, dass ihr bitte mir keine bösen Hassnachrichten schreibt. Du hast aber keinen Zoll nachbezahlt. Also ich weiß es nicht, woran das lag. Ja, das war auch schon mein Mehrzoll. Ein bisschen mehr als im Februar. Ich hoffe, dass es im April jetzt nicht ganz so viel wird. Wie gesagt, es kommt die eine Bestellung von Shop Disney, die ich im März bestellt habe. Ein paar Ohren, die Brina noch hat. Dann die Sachen aus Amerika. Die waren schon teuer genug. Und es kommt noch ein Schlüssel. Dieser Disney Plus Schlüssel. Ich weiß aber noch nicht, was ich dazu bestelle. Bin zurzeit bei Shop Disney echt sehr piano. Also bei Shop Disney zurzeit bestelle ich nicht so viel. Es gibt sehr, sehr viele Sachen, die mir bei EMP gefallen, aber da warte ich immer auf irgendwelche Sales. Also bei den Rucksäcken, die sind nicht so oft im Sale, aber was Klamotten angeht, es gibt eine sehr, sehr schöne Kirschblütenkollektion. Alles gefällt mir davon, aber da warte ich auf jeden Fall auf den Sale. Heute ist, ich habe mein Handy nicht lautlos gestellt, das ist mein Fehler. Ja, also die Kirschblütenkollektion, davon hätte ich gern alles, aber wie gesagt, ich warte auf irgendwelche Sales, weil es gibt immer irgendwelche Sales bei EMP plus dann die 15% von den ganzen Kooperationspartnern. Da kann man schon einiges sparen.
Ja, ansonsten hoffe ich, euch hat dieser Haul mal wieder gefallen. Wenn euch gefallen hat, bitte lasst einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal und dann sehen wir uns bei meinem nächsten Video. Bis dann!